Hallo zusammen aus Bangkok und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Heute geht's hoch hinaus über die Dächer der Stadt, denn ich zeige euch die neueste Attraktion in Bangkok. Ich bin gerade bei der BTS-Station Chongnonsi und hinter mir hier, da ist der Empire Tower. Und dort hat das angeblich höchste Café in der thailändischen Hauptstadt eröffnet. Und ob sich ein Besuch dort lohnt, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns noch einmal ganz kurz die Aussicht von hier unten an, denn die ist auch gar nicht mal so schlecht. Hier sind ja viele, viele Bürogebäude drumherum. Da drüben habe ich gerade mein Intro aufgenommen. Und dann gibt es ja quasi direkt so eine Fußgängerbrücke, die mit dem Empire Tower verbunden ist. Und ich hoffe jetzt, dass ich den richtigen Aufzug finde. Denn ich muss ins 55. Stockwerk gehen. Also ich glaube, ich bin schon mal auf einem ganz guten Weg. Hinter mir ist jetzt so eine kleine Bäckerei. Das ist allerdings noch nicht das finale Ziel. Aber guckt mal hier, da ist schon mal ein Schild. Und da müssen wir hin. Prozent Arabica, das ist der Name vom Café, befindet sich auf dem 55. Stockwerk. Man muss wohl zum Tower 1 durchlaufen. Und dort fährt dann der Aufzug hoch. Also ich bin richtig gespannt. Das Ganze hat auch erst vor ein paar Tagen eröffnet oder zumindest, wenn ich das Video aufnehme, sind es ein paar Tage. Muss mal gucken, wie meine Verzögerung ist mit dem Upload. Aber es sah wirklich vielversprechend aus von dem, was ich bislang gesehen habe. So, ich bin jetzt angekommen beim Tower Nummer 1. Hier ist so eine kleine Rezeption. Wer dachte, dass ich jetzt hier hochfahren muss, der irrt sich. Denn so wie es ausschaut, muss ich erstmal runterfahren, um dann hochzufahren. Also machen wir das mal. Ihr seht, heute ist hier relativ wenig los, denn es ist samstags. Und eigentlich ist das so eine Art Bürokomplex. Es gibt natürlich noch ein paar kleine Cafés hier immer mal drin. Aber das Haupttreiben ist ja natürlich unter der Woche. Und ich hoffe, dass das Gleiche auch für oben gilt. Die machen übrigens schon um 7 Uhr morgens auf. Und jetzt ist gerade kurz nach 8, von daher hoffe ich mal, dass wir noch einen guten Platz ergattern können. Leute, ich sag's euch, das Ganze gleicht einer Schnitzeljagd. Ich folge hier ein Schild nach dem anderen. Und jetzt bin ich schon in Lobby Nummer, keine Ahnung wie viel. Aber hier schaut's jetzt gut aus. Saudi Cup. Ah, okay. Schaut mal hier, der Aufzug. Ganz in weiß gehalten. Und jetzt geht's hier durch so eine düstere Lobby durch. Ja, hier ist ja stockfinster. Und irgendwo hier müsste dann gleich der Aufzug sein. Schaut mal hier, der Aufzug ist endlich da. Gibt sogar einen kleinen Stuhl. Und hier ist ein Schild, 55. Stockwerk. So, Stockwerk Nummer 55. Mit mir waren noch zwei andere im Aufzug. Aber würde mich nicht wundern, wenn es hier fast leer ist. Denn das war ja eine richtige Schnitzeljagd, hierher zu kommen. Und wow, ich sehe schon ein bisschen was von der Aussicht. Schaut mal hier, Prozent Arabica. Ich fange vielleicht erstmal mit der langweiligsten Aussicht an, die direkt hier an der Seite ist. Und hier ist dann natürlich das Hauptfotomotiv. Schaut mal, da hinten ist der Mahanakhon Tower. Hier werden gerade auch schon fleißig Selfies gemacht. Also da werde ich mich dann auch gleich hinsetzen, ein paar schicke Shots machen. Und hier kann man dann Kaffee bestellen. Ist alles in weiß gehalten. Schaut richtig schick und modern aus. Und ganz da hinten sieht man sogar noch die goldene Kuppel vom Lebua Tower mit der Skybar. Aber schaut mal an, wie viel hier schon los ist. Also das hat vor ein paar Tagen aufgemacht und jetzt ist 8 Uhr morgens an Samstag. Hätte ich nicht gedacht. Also ich bestelle mir jetzt mal irgendwas und dann gibt es gleich ein kurzes Update. Also falls euch die Preise interessieren, könnt ihr hier einmal ganz kurz Pause drücken. Bewegt sich so zwischen 100 bis maximal 200 Baht für Getränke. Dann wird es hier auch noch so Croissants geben. Ich habe mich jetzt mal hierfür entschieden. Das ist wohl so ein saisonales Angebot. Kostet jetzt 150 Baht. Bin mal gespannt. Bin ja eigentlich kein Kaffeetrinker. Okay. Thank you. So, jetzt gab es das Rückgeld und eine Wartenummer. Und so wie es ausschaut, muss ich jetzt hier drüben warten. Dann kriege ich mein Getränk gleich. So, Getränk ist da. Was jetzt noch fehlt, ist ein Platz. Denn hier ist mehr oder weniger
Fotostudio entstanden, habe ich das Gefühl. Denn hier gibt es natürlich auch die beste Aussicht. Aber ich setze mich da jetzt einfach hin. Vielleicht kann ich mich auf irgendwelchen Fotos verewigen. Aber schau dir mal die Aussicht da an. Das ist doch mal der Wahnsinn. Hat halt zwar ein bisschen Smog, aber ich glaube, man sieht es trotzdem ganz gut. Und hier drüben raus, da seht ihr dann da hinten, ja, die Skybar. Also für euch probiere ich mein Getränk jetzt mit der besten Aussicht. Ich bin mal gespannt, denn eigentlich, wie gesagt, ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Und dementsprechend fällt auch mein Fazit aus. Wobei, Spaß beiseite, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ist auch ein bisschen süßlicher mit Milch noch dabei. Ich habe schon wieder vergessen, was es ist. Aber schaut euch die Aussicht an. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen sprachlos. Und das Beste habe ich euch noch gar nicht verraten, denn das Café hier, das hat bis 21 Uhr geöffnet. Das heißt, man kann hier auch hochgehen und sich den Sonnenuntergang anschauen. Und das muss, glaube ich, traumhaft sein. Es ist, glaube ich, eine richtig coole Alternative zu den ganzen Skybars, denn da zahlt man ja gerne mal, weiß nicht, 800 Baht für ein Getränk, wenn man zu den teuren geht. Ja, und hier kauft man sich ein Getränk für 100, 200 Baht, vielleicht noch ein Croissant für 100 Baht dazu. Und kann dann diese traumhafte Aussicht genießen. Das heißt, ich werde jetzt hier noch mein Getränk schlürfen und dann sehen wir uns gleich unten wieder. Denn dort gibt es noch eine weitere Attraktion, die ich euch zeigen möchte. Die hat zwar schon ein bisschen länger geöffnet, aber die haben viele gar nicht so am Schirm. Ja, den Ort hier müsstet ihr jetzt wieder erkennen. Dort hinten hatte ich ja ganz am Anfang des Videos mein Intro aufgenommen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter schwenke, dann seht ihr, dass hier so eine Art Brücke ist. Und da muss ich jetzt langlaufen, um zur nächsten Sehenswürdigkeit zu kommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob von euch jemand den Ort hier schon kennt. Das ist der Chongnonsi Kanalpark. Und ich glaube, der Name ist naheliegend, denn hier direkt hinter mir verläuft ein kleiner Kanal. Das Besondere daran ist allerdings, dass links und rechts vom Kanal eine Straße ist. Also das ist direkt in der Mitte von der großen befahrenen Straße. Das heißt, auf der Seite fahren die Autos alle in die Richtung. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, fahren sie auf der Seite alle in die Richtung. Und in der Mitte ist halt ein großer, breiter Kanal. Und hier hat man jetzt einen kleinen, aber feinen Park eröffnet. Und ich muss sagen, das ist doch richtig cool. Man findet das jetzt immer häufiger in Bangkok, dass man einfach ja, weitere Parkanlagen eröffnet, Orte begrünt. Beispielsweise auch auf Hochhausdächern, was weiß ich was. Das heißt so dieses Image irgendwie der Großstadt, dass es hier eine Betonwüste wäre, das geht mit der Zeit einfach zurück, da immer weitere solche Projekte eröffnen. Und es gibt tatsächlich noch viele, viele andere Parks hier in Bangkok, die ich euch vielleicht mal noch zeigen werde. Aber ich finde, das ist hier eine richtig coole Sache. Und da ist dann auch diese, ich sag mal, Art Weg, wo ich vorhin hergekommen bin. Ja, fast so eine Art Slalomgang hier, wo man einmal schön durchlaufen kann. Und das Ganze soll wohl auch abends bunt beleuchtet sein. Zumindest habe ich da vorne schon so Weihnachtstierchen gesehen. Aber ja, ich würde sagen, ich setze mich jetzt hier noch ein bisschen hin, nehme vielleicht noch ein Video auf für meinen deutschen TikTok-Account. Das heißt, falls ihr den noch nicht kennt oder mir dort noch nicht folgt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da werde ich das Ganze für euch verlinken. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.